Mit Aufstellern, Flyern und Transparenten machten die Gegner der geplanten Brandenburger Kreisgebietsreform vor dem Kreiskulturhaus in Seelow auf sich aufmerksam. Anlass dafür war eine Podiumsdiskussion am vergangenen Montag zu diesem Thema, zu der auch der Innenminister Brandenburgs Karl-Heinz Schröder gekommen war. Das Thema Kreisgebietsreform hat nicht nur Befürworter, die politisch meist bei SPD und Linke zu finden sind. Gegenwind kommt vor allem von der Opposition im Land Brandenburg, so auch an diesem Abend. Wir haben in einer Enquete-Kommission ein Sondervotum verabschiedet in der vergangenen Legislaturperiode, das ich finde eine gute Richtschnur hat. Wir haben uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt, aber eine einfache Aufteilung von Potsdam heraus oder vielleicht noch eine Torteneinteilung, die einfach starre Linien hat und nicht die Bürger mit berücksichtigt, auch Entwicklungen berücksichtigt, ist das im Großen. Es gibt ja viele einzelne Sachen, die uns natürlich stören bei dem vorgeschlagenen Leitbild. Das sind so die ersten Punkte, wo wir sagen, das wollen wir als CDU so nicht. Laut Plänen der Landesregierung sollen die bisher 14 Landkreise auf dann nur noch 8 Großkreise reduziert werden. Begründung? Bis 2060 würden in Brandenburg die Einwohnerzahlen bis auf 1,8 Millionen Menschen schrumpfen. Auch die derzeitige Zuwanderung von Flüchtlingen würde das Problem mit den stagnierenden Einwohnerzahlen nicht lösen, erklärte der Innenminister. Hier sieht der Landtagsabgeordnete Franz Wiese von der AfD einen Widerspruch. Es wird ja auch propagiert, dass man die Kreise zusammenlegen muss, aus dem Grund, weil die Einwohner abnehmen. Gleichzeitig haben wir aber die Zuwanderer, die auch wieder auffüllen sollen, so wird es ja von der Regierung auch propagiert. Also das eine beißt sich mit dem anderen. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich bekomme zu wenig Einwohner, deswegen muss ich die Kreise vergrößern. Auf der anderen Seite rechne ich mit Zuwanderern, die mein Minus, sogenanntes Minus an Einwohnern, wieder auffüllen sollen. Also kann man es so lassen, wie es ist. Mit der angedachten Kreisgebietsreform würden Städte wie zum Beispiel Frankfurt-Oder und Cottbus ihre Kreisfreiheit verlieren. Bürger befürchten neue Standorte für Behörden und Verwaltung und damit einhergehende längere Amtswege. Der Innenminister erklärte zu diesem Problem, dass es ohne Außenstellen wie zum Beispiel für das Jobcenter nicht gehen wird. Auch mobile Bürgerservice-Einrichtungen wären denkbar. Landrat Gernot Schmidt warnte indessen davor, die Reform ohne den Bürger zu machen. Ähnlich sieht es die Opposition. Wir haben bei allen Veranstaltungen bis jetzt unsere Umfragen gehabt. Es waren immer über 90% gegen die vorgeschlagene Kommunalreform, wie der Innenminister jetzt im Leitbild präsentiert. Heute auch werden wir wieder diese Umfrage starten. Und ich bin mir sicher, wenn er seine Bürger nicht überhören will, muss der Innenminister und auch unser Ministerpräsident die Bürger anhören und da auch noch dringend Überarbeitung machen. Und es gibt gute Vorlagen. Dazu haben wir eine Enquete-Kommission gehabt. Dazu haben wir unsere Parlamentarier, die sich auch einschalten. Und da müssen noch viele Änderungen gemacht werden. Der Bürger hätte, wenn das alles durchkommt, dann längere Wege, sehr lange Wege. Ich bin selber betroffen davon, weil ich alleine dann nicht mehr 20 oder 30 Kilometer hätte, sondern 60 und 70 Kilometer zu fahren hätte. Man ist auf das Auto angewiesen. Man muss sich hier selber bewegen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr funktionieren. Trotz Kritik und Bedenken der Bürger sehen die Befürworter der Reform auch Vorteile. So prognostiziert man Einsparungen und eine verbesserte Qualität in der Verwaltung. Nach Aussagen des Innenministers Schröder soll die Kreisgebietsreform im Jahre 2019 vonstatten gehen. Wie genau die Neuordnung der Verwaltungsstrukturen im Land Brandenburg aussehen wird, bleibt vorerst noch eine spannende Frage.